Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Am 22. Januar läuft die Frist der Ausschreibung für einen möglichen Kurhausneubau in Bad Bevensen aus. Europaweit sucht die Kurstadt nach einem Architekten, der ihre Anforderungen zu den vom Rat gesetzten Rahmenbedingungen erfüllen kann. Landet ein entsprechender Vorschlag in der Post des Rathauses, könnte der Auftrag nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren und positivem Votum des Rates frühestens Ende März, Anfang April vergeben werden. Das bestehende Kurhaus stammt aus den 70er Jahren und ist stark sanierungsbedürftig. Die Stadt Bad Bevensen diskutiert seit mehr als 2 Jahren über die Zukunft des Hauses. Eine Verpachtung des Bad Bodenteicher Schützenhauses wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Das kündigt Bad Bodenteichs Gemeindedirektor Frank Juchert an. Das Haus wird erst wieder verpachtet, wenn alle Mängel behoben sind. Mehr zu diesem Thema lesen Sie am Dienstag in der AZ. Jeden Tag ein Stück mehr Normalität leben. Das hat sich die Familie Lühmann vorgenommen. Am Sonnabend hat das Ehepaar mit den beiden Söhnen und der Tochter ihr kleines Eigenheim, ein mobiles Holzhaus auf dem Campingplatz in Westerweihe, durch ein Feuer verloren. Als begeisterte Camper hatten sie sich vor 10 Jahren für das ungewöhnliche Eigenheim entschieden. Mehr zu dem Schicksal und den Plänen der Familie lesen Sie ebenfalls am Dienstag in der AZ. Zum Schluss der Sendung nun wie immer ein Blick aufs Wetter. Auch am Dienstag bleibt es weiterhin mild, das sagt der AZ-Wettermann Zacki voraus. Bei 8 Grad am Tag wird es häufiger regnen und in der Nacht sinken die Temperaturen gerade mal auf 6 Grad ab. Das war AZ-TV für heute. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch morgen wieder rein.